Hallo Leute, ich bin's mal wieder, euer Hermann. Heute machen wir mal ein Unboxing-Video, haben wir lange nicht mehr gemacht. Und zwar hat mir der Sumi-Shop hier ein Paket geschickt. Ja. Und da wollen wir doch mal gemeinsam reinschauen, was da alles Schönes drin ist. Ich glaube, ich weiß schon, was drin ist, aber ich will es euch noch nicht verraten. Und zwar, fangen wir doch einfach mal an. Wir haben lange kein Unboxing mehr gemacht. Ich stelle euch jetzt direkt aufs Paket. Also drücken wir kurz Pause und ihr seht mich dann gleich wieder. So, und da ist er auch schon wieder. Da seht ihr das Paket vom Sumi Shop. Ich versuche mal nicht an die Kamera zu kommen. Und wir schneiden es jetzt mal vorsichtig auf, weil solche Pakete muss man immer vorsichtig behandeln, weil es könnte durchaus sein, dass da was drin ist, was kaputt gehen kann. Dass man dann einfach aufschneidet und dann hat man das Problem. Ich muss es mal kurz rumdrehen. So, zack. Ha, ich habe schon was gesehen, Freunde. Ich habe schon was gesehen. Ja, wir packen es einfach mal aus. Ich hatte ja beim Sumi-Shop mal einen Wunsch. Wie ihr seht, irgendwas Schönes, Verpacktes ist da wieder drin. Und zwar hatte ich da einen Wunsch, und zwar gab es da mal ein Mundschild, um für Mundatmer, die dann doch auf Nasenatmung umstellen wollen, mal das ohne Zukleben oder ohne Kinnband und. Und das war lange nicht lieferbar beim Sumi-Shop. Danke Sumi-Shop nochmal, dass ihr mir wieder ein Paketchen geschickt habt. Ne, muss ich auch mal dazu sagen. So, wir packen es jetzt einfach aus. Und zwar habe ich da schon gesehen, da ist das gute Stück. Ja, da seht ihr das. Oxyhero CPAP Pro nennt sich das jetzt. Was steht drauf? Schildschiene gegen Mundlektagen bei der CPAP-Therapie. Und das möchte ich wirklich gerne mal testen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das wollte ich schon lange testen. Ich hatte das auch, glaube ich, schon mal in einem Video erwähnt, weil wenn ich das mache, dann klebe ich mir immer den Mund zu, wenn ich mal wieder eine Maske teste, eine Nasenmaske. So, was haben wir auch hier Schönes drin? Haha, Freunde, guckt mal hier. Eine Philips-Maske, und zwar ist das die Dreamwear Full-Maske, glaube ich, nennt sie sich, Full-Face-Maske, da steht es drauf, da seht das, da, ich hoffe, ihr könnt es lesen, Dreamwear Full-Face-Maske, das Ding ist verdammt teuer, muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich nur sagen, Sumi-Shop, danke, 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 danke. Auch diese werden wir testen. Und ich glaube, ich hatte schon mal eine, aber die war noch anders gearbeitet. Das ist die überarbeitete Version mit den Magnetverschlüssen dran. Vielleicht ist die besser. Ich kam damals nicht mit dieser Maske zurecht. Was haben wir noch drin? Ein Lieferschein. Ja, da steht meine Adresse drauf. Den zeige ich euch jetzt nicht. Das war es. Dann, und wenn ich das vom Preis her sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, Sumi-Shop, ihr habt euch mal wieder übertroffen, ne? Weil das Teil hier, so wie ich das weiß, kostet auch an die 70 Euro und die Maske müsste irgendwas an die 170 Euro kosten. Muss ich auch mal sagen, ich stelle euch jetzt mal wieder runter, ja, auf den Tisch oder auf mein Gesicht. Drück mal kurz Pause und dann sehen wir uns sofort wieder. So, da ist er jetzt gleich wieder. Da ist er, der Hermann. Ja, also wie ich schon vorhin gerade sagte, die Sachen sind wirklich nicht günstig. Ja, wisst ihr ja selber alle, die Masken selber kaufen. Die Dreamwear Fullface Maske, ja, Dreamwear Fullface Maske, hat, glaube ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja schon so, dass er jetzt auch eine Hilfsmittelnummer hat. Ansonsten muss man die selber kaufen. Man kann sie natürlich auch vergleichen mit der Resmed F30i. Ja,
So ähnlich ist die auch. Aber die Dreamware war früher da als wie die F30i. Ja, also da hat Resmit ein bisschen abgeguckt. Ne? Wollen wir sie auspacken zusammen? Ich glaube, das machen wir. Wir packen die, nee, wir packen die Maske noch nicht aus. Wir gucken uns nochmal das Schild, also die Schildschiene gegen Mundlektagen an. Die packen wir zusammen aus. Die Maske mache ich ein gesondertes Video, die Dreamware, mit auspacken und und. Ja, es kommen jetzt sowieso kurzfristig ein paar Videos von mir. Deshalb will ich da jetzt noch nicht gleich vorgreifen. Aber dieses Oxyhero CEPA Pro, wie das hier so schön heißt, ich halte es nochmal in die Kamera, kommt vom Sumi Shop, wird auch vom Sumi Shop hergestellt. Also ich glaube, sie haben sogar ein Patent da drauf. Fein sein, gut schlafen, gesund atmen. Ja, ich bin auf dieses Teil wirklich sehr, sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Ding wollte ich schon länger haben, aber es war halt nicht lieferbar, so wie mir der Sumi Shop mitteilte. Also, lieber Sumi Shop, seid mir nicht böse. Ich pack's aus. Ja, guck, da ist es. Ah, ich zitter heute ein bisschen. Ich bin auch schon älter, ne? So, da ist es drin. Was haben wir drin? Eine Bedienungsanleitung. Die werde ich mir natürlich durchlesen, obwohl es gibt auch vom Sumi Shop ein Video über dieses Teil. Habe ich schon gesehen. Ich habe mir das schon angeguckt. Ja, man muss es irgendwie fertig machen mit heißem Wasser oder warmen Wasser und dann kann man das anpassen. So steht es hier eventuell drin. Das muss ich mir aber in Ruhe durchlesen. Aber ich wollte es mit euch auspacken. Was haben wir hier noch drin? Also hier ist einmal dieses Teil drin. Und dann habe ich hier noch, das weiß ich nicht, was das ist. Ja, das sind irgendwelche Dinger hier, irgendwelche... Ach so, damit kann man wahrscheinlich irgendwas messen. Das muss ich selber ausprobieren, das Ganze. Das sind solche Teile hier irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich muss mir das erst durchlesen mit der Bedienungsanleitung. Ja, aber ich wollte es euch vorneweg erstmal zeigen. Also es könnte sein, dass das auch ein bisschen dauert. Richtig schön verpackt. Also man kann es, wenn man es nicht mehr im Mund hat, kann man das dann wunderschön auch in diese schöne Schachtel packen. Ich nehme es einfach mal raus. In diese schöne Schachtel packen hier. Ne? Wieder verpacken, wenn man es dann gesäubert hat und fertig. Wir packen es gemeinsam aus. So sieht das Teil aus. Ja, und ich zeige es dann euch auch, wenn ich es fertig für meinen Mund gemacht habe. Ich packe es jetzt mal ganz aus. Ja, hätte man vielleicht... Ach, ich habe hier noch mein Cuttermesser. Zack, einfach mal aufschneiden. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. So sieht das Teil dann aus. Oder so rum. Es ist sehr vielversprechend. Es muss... Ja. So kommt das dann rein. Oder eben andersrum. Ja. Da hat man dann hier noch so einen Biss drauf gemacht oder sowas. Das muss aber erst vorbereitet werden. Ich packe das mal wunderschön wieder in diese Schachtel ein. Das muss ich mir erst alles durchlesen. Und dann kann ich euch sagen, mache ich natürlich nachher sauber, kann ich euch sagen, wie das funktioniert. Ich lese mir das durch in aller Ruhe. Und vielleicht mache ich auch ein Video darüber, wie das vorbereitet wird. Oder ich verlinke das Video vom Sumi Shop. Dort hat es jemand gemacht, ich glaube einer von den Chefs, hat das gezeigt, wie man das vorbereitet. Ja, so, das werden wir auf jeden Fall zusammen machen. Da freue ich mich auch richtig drauf, weil ich habe im Moment auch einiges an Nasenmasken oder Pilomasken zu testen. Und da kommt das hier richtig passend, ja, dass das dann da drin ist. Die Schachtel finde ich schon mal schön, dass man das dann da einpacken kann. Wie gesagt, für was das hier ist, weiß ich noch nicht. Aber ich kann es dann euch ja zeigen. Ich versuche da ein Video zu machen, für was das dann ist. Aber das ist da drin. Und wie gesagt, da warte ich und mehr ist nicht drin. Ja, da warte ich schon etwas länger drauf auf dieses Teil. Die Bedienungsanleitung werde ich mir durchlesen. So, dann packen wir das wieder wunderschön ein.
So, zack. Also. Ne? Vom Sumishop. Danke, Sumishop. Ich habe mich mal wieder versprochen. Ne? Für dieses Gadget, nenne ich das mal, für die CPAP-Therapie. Wenn das funktioniert, denke ich mal, wird das einiges leichter machen für Leute, die sich nicht in den Mund zukleben wollen, wo es auch nicht mit dem Kinnband funktioniert, ja, wird das hier einiges leichter machen. Ja, hier sind auch zwei Löcher drin, hatte ich gesehen. Also ist da auch was zum Notatmen. Vielleicht hat man einen gewissen Spülflow, der dann da dran ist oder so. Aber das kann ich euch alles so noch nicht sagen. Das muss ich wirklich erst ausprobieren. Das Produkt ist auch komplett überarbeitet worden, hatte mir die nette Dame am Telefon gesagt, die mich angerufen hat, wo ich den Namen immer noch nicht sagen darf, leider. Ja, also warte ich schon sehr lange drauf. Ich probiere es aus und dann werden wir sehen. Das Ganze zur Maske nochmal. Das ist die Dreamwear Full Face Maske von Philips Respironics. Die werde ich auf jeden Fall testen, weil ich bin ja eigentlich ein Vollface-Masken-Fan. Ja, was heißt Fan? Schlafe auch meistens damit. Natürlich, wenn ich Videos mache oder wenn ich Masken vorstelle, dann mache ich da auch was, dass ich dann damit auch schlafen kann, weil sonst macht die ganze Therapie keinen Sinn. Also ist es nicht so, dass ich das Ding einfach nur kurz aufsetze, ja, sitzt und weiß ich was noch. Nein, ich probiere die Teile auch komplett. Also ich probiere diese Sachen wirklich aus, indem ich mir den Mund zuklebe. Ja, manchmal versuche ich es auch noch mit dem Kopf, mit dem Kinnband, nicht Kopfband, aber das funktioniert meistens nicht. Und dafür wäre das dann hier wieder das Optimum, ne, dieses Teil. Wie gesagt, es ist teuer, sage ich gleich. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Ich probiere das aus. Es wird aber ein paar Wochen dauern, ehe ich da ein Video dementsprechend passend hoch habe oder gemacht habe, ne. Hier steht auch noch drauf, Sie oder eine nahestehende Person haben einen metallischen... Bitte lesen Sie vor Öffnen die Inhalte... Packung... Sony Shop. Aha. Ja, gut. Nichts Wichtiges. Also die Maske, da mache ich ein extra Video drauf. Die hat auch der Sony Shop gesponsert. Danke nochmal dafür. Ich weiß, die Dreamwear gibt es auch schon länger, ist ab und an auch mal überarbeitet worden, das Ganze. Ich weiß was, ich hatte mal eine, da gab es noch bei Philips ein Angebot, dass man die 6 Wochen oder sowas testen konnte, kostenlos. Und wenn sie dann einem nicht gefallen hat, konnte man die auch kostenlos wieder zurückschicken. Also das... weiß ich. Und da hatte ich die Maske. Da gab es aber auch noch nicht die Magnetverschlüsse. So wie bei den anderen Philips-Masken. Ist natürlich dann auch schon wieder eine Maske für Leute mit Herzschrittmacher nicht so geeignet. Das kann ich jetzt schon mal im Voraus sagen. Aber auspacken möchte ich sie jetzt noch nicht. Ja, sondern ich möchte das in Ruhe testen. Und das hier auch. Das wird wahrscheinlich auch ganz schnell passieren, dass ich da was zu sagen kann. Aber wie gesagt, ich muss mich damit erst beschäftigen. Ich wollte es euch einfach nur zeigen, dass es den Sumishop natürlich auch noch gibt. Ja, und auch, dass der Sumishop mir einige Sachen sponsort. Ja, und auch teure Sachen sponsort, um für euch Videos zu drehen. Das finde ich ganz, ganz toll. Okay, soll es, wartet mal, ich gucke mal hier rum, soll es eigentlich dann für heute schon wieder gewesen sein? Ich wollte unbedingt das Unboxing-Video noch reinmachen, also noch abdrehen. Das wird die Tage dann online gehen. Obwohl, das seht ihr, damit es online ist, muss ich euch nicht sagen, dass es in den nächsten Tagen online gehen wird. Ja, ist ja Quatsch. Aber wie ihr wisst, ich schneide meine Videos nicht. Wir sind immer live und es passiert nur das, was hier passiert. So, ganz komischer Witz. Na, ist auch egal. Muss ab und an auch mal sein. Ja, das dazu. Wenn euch das kurze Unboxing-Video gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter, muss ich auch mitleben, ist auch ein Like und ein Like ist ein Like. Ja, drückt die Glocke, lasst ein Abo da und ihr wisst, wenn der Hermann wieder ein neues Video gemacht hat. Macht's gut, tschüss und danke nochmal, Sumishop. Ja, und ich muss immer noch zur Kamera laufen.